So, guten Tag allerseits. Ich bin die Diana Ilien, die Leiterin vom Filmfest. Und ich freue mich riesig über diese tollen Gäste. Und ich danke der Filmakademie. Also so ein Gespräch hat man nicht alle Tage. Ich finde das sehr wertvoll. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Und ich übergebe an die Maria Köpf und die Anne Lepin von der Filmakademie. Herzlich willkommen, herzlich willkommen. Vielen Dank. Liebe Diana, wir freuen uns, dass wir hier sein können, dass wir zusammen was machen, Filmakademie und Filmfest München. Und wir freuen uns riesig über unsere tollen Gäste und werden gleich über die nächsten 90 Jahre Filmgeschichte was erfahren von Alexander Kluge und Claudius Seidel. Lieber Herr Kluge, ich weiß, Sie wollen nicht, dass wir so über Sie reden, aber ich glaube, das wird sich heute nicht vermeiden lassen, auch wenn Sie einen klaren Schwerpunkt gesetzt haben, dass es nicht um Sie persönlich gehen soll, sondern um die Filmgeschichte. Wir freuen uns riesig auf das Gespräch und es wird ungefähr 90 Minuten gehen und treffen uns dann gerne draußen auf einen Drink. Also spannende Minuten, es gibt auch was zu schauen. Herr Kluge hat auch ein paar Filme mitgebracht und jetzt... Floor is yours. Dankeschön. Lieber Herr Kluge, liebe Freunde, Filmfans, Gäste, es ist mir eine große Ehre, dass ich heute hier, ich weiß nicht, den Gastgeber spielen darf. Der Regisseur sind Sie. Der Regisseur sind Sie. Doch. Also, wir wollen heute darüber reden, dass die Filmgeschichte gerade erst anfängt, das ist eine optimistische These und es ist quasi eine biografische Pointe aus dem Leben des Alexander Kluge. Ein populärer Mythos, ich hoffe, er ist richtig, besagt nämlich, dass Adorno zu einem Zeitpunkt, als Adorno gar nicht so alt war, jünger jedenfalls als ich heute bin, dem begabten, aufstrebenden Studenten Alexander Kluge geraten hat, sich an Fritz Lang zu wenden und das Kino zu lernen. Die Literatur sei nämlich abgeschlossen im Wesentlichen. Und wir wissen, was daraus geworden ist aus dieser Vorhersage. Die Literatur geht weiter. Wer wären wir, wenn wir nicht daran glauben würden, dass das Kino weitergehen würde? Alexander Kluge Ihnen vorzustellen, ist vermutlich sinnlos, redundant, irgendwie falsch und man kommt trotzdem nicht drumherum. Der eigentliche Anlass, dass wir hier sitzen, ist, es gab im Winter einen runden Geburtstag. Die Frage ist, welcher runde Geburtstag? Das war, je länger ich versuche, Alexander Kluge zu verstehen, wird zu viel gesagt. Also Alexander Kluge verstehen ist wiederum ein Lebenswerk für sich, aber je mehr ich versuche, Alexander Kluge zu folgen, zu betrachten, zu lesen und so weiter, desto mehr komme ich zu dem Ergebnis, es muss so ungefähr der 550. Geburtstag gewesen sein, weil vor ungefähr 550 Jahren oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger ist es her, wurden jene Menschen geboren, mit denen allein man Alexander Kluge messen kann. Jene Uomini Universali, wie wir Bildungsheinis sagen. Leute jedenfalls, für die die Trennung zwischen Kunst und Wissenschaft nicht gültig war. Leibniz. Der ist ein bisschen jünger. Also ich denke natürlich an die Italiener, aber Alexander Kluge schreibt, filmt, hat filmtheoretische Werke genauso wie kommunikationssoziologische Werke gelesen. Und er ist in jeder dieser Sparten nicht nur so gut, sondern hat ein so breites Werk, dass ich gleich mal klarstellen muss, ich bin hier der Hochstapler. Alexander Kluges Werk zu überblicken oder gar irgendwie profunde Kennerschaft zu behaupten, würde 2 bis 3 Studiensemester erfordern. Die habe ich nicht. Ich habe nur, Herr Kluge, und ich hoffe, das ist Ihnen nicht so unscharf, diese
Hingezogenheit, Sympathie, Faszination für dieses Werk. Gerade in den Momenten, machen wir uns nichts vor, es gibt Momente, da versteht man es nicht. Und gerade in diesen Momenten ist Sympathie, Sympathie, sich aufgehoben fühlen in diesen Bildern extrem wichtig. Und dann Herbert Achternbusch, der in dem Jahr von uns gegangen ist, Herbert Achternbusch hat mal den schönen Satz gesagt: Heutzutage will jeder von jedem verstanden werden. Mir reicht's, wenn mich überhaupt keiner versteht. Und nein, das ist nicht das Motto. Wir werden uns heute bemühen, irgendwie logisch, analytisch, vernünftig an die Sache heranzugehen. Ich kann trotzdem, wir werden, also eigentlich dachte ich stelle Fragen, Alexander Kluge antwortet. Das war eben zu langweilig oder auch unangemessen, im Gegenstand unangemessen. Und so werden wir improvisierend ein bisschen Fragen stellen, uns an Antworten versuchen, aber auch Texte lesen, gemeinsam. Also ich wieder als Hochstapler werde Sätze also von lesen, lesen und schreiben, jetzt übertreibt er. Ja? Lesen und Filme zeigen und zwischendurch reden. Und ich bitte gleich mal um Verständnis, dass wir dabei wohl improvisieren müssen. Wir müssen mal schauen, wo erübrigt sich der Kommentar, wo ist er zwingend notwendig. Und Gegenstand bleibt aber die Frage, was aus der Filmgeschichte wird. Ich möchte, bevor wir zur Hauptsache kommen, noch erzählen von unserer ersten intensiven Begegnung. Die war nämlich aus meiner Sicht ein Flop. In den frühen 90er Jahren haben wir beide uns mal getroffen auf Alexander Kluges Anregung im Weißen Bräuhaus und haben da Bier getrunken und geredet. Und aus der Begegnung ist, außer dass es schön war, nicht viel gefolgt. Und als ich dann in den Sendungen von Alexander Kluge den Josef Vogel gesehen habe, bekam ich den schrecklichen Verdacht, unsere Begegnung sei ein Casting gewesen, durch das ich leider durchgefallen bin, weil ich einfach nicht so schnell und so klug und so gebildet wie der Josef Vogel bin. Ich will mich jetzt bemühen, einigermaßen Schritt zu halten. Aber darf ich das gleich mal richtigstellen? Ja, also das war ein schönes, auch um so eine Uhrzeit, ja, da im Tal, ja, und in dem Restaurant. Und er ist mir als ein Mahner in Erinnerung geblieben. Und das hat eigentlich mit der Frage eines Castings überhaupt nichts zu tun. Er hat mir gezeigt, wie begrenzt regional unser Film seinerzeit, der neue deutsche Film, war, ja. Nicht? Also mir als Provinzler aus Halberstadt war das gar nicht aufgefallen. Ja? Er hat mir, ist für mich derjenige, ein Anwalt, ja, des B-Films, ja, von Hollywood. Ein Anwalt von New York gegen Europa. Ja? Ein Mann, der sagt, wir leben in Bayern, aber der Horizont ist weltweit. Und das ist etwas, was mir sehr starken Eindruck gemacht hat. Sie haben mehr Einfluss auf mich, ja, als Sie glauben. Und der Abend, als wir bei Ihnen in FAZ am Sonntag, ja, das Gespräch unter Ihrer Leitung geführt hat mit Josef Vogel, ja, ist Vogel und mir nicht vergesslich. Ja. Also ich kann die Übertreibungsreihe, ja, mit der Sie heute angefangen haben, ohne Schwierigkeiten fortsetzen. Es spricht der Gewinner des Goldenen Löwen von Venedig, der Gewinner eines Silbernen Löwen in Venedig. Es spricht sozusagen der Weltmann des deutschen Films. Klein mit Hut. Ja, jetzt wollen wir doch mal. Aber Herr Kluge, wenn wir dabei sind, dann weichen wir sofort ab. Das Thema haben Sie ja vorgegeben. Dann weichen wir sofort ab vom Manuskript und sprechen darüber, weil da sind wir sozusagen mittendrin im Handgemenge. Ich habe immer sozusagen, soweit ich über Filme geschrieben habe, das Universale, das allgemein Gedachte, die Kunstform, die von Migranten in Amerika so universal
geschaffen wurde, dass sie eben in Little Italy, wie in Chinatown, wie in Koreatown, wie in Germantown verstanden wird, die habe ich immer hochgehalten, unbedingt, und deren Lob kann man gar nicht laut genug singen, einerseits. Aber ich habe gerade Achternbusch erwähnt, um zu sagen, wenn man sozusagen die 100 Millionen Budgets nicht hat, dann erschien mir immer sozusagen das ganz Kleine, das, was sich seiner eigenen Mittel am besten bewusst ist, das weiß, wo es herkommt, immer angemessener zu sein als der Versuch, halb so gut zu sein oder ein Viertel so gut wie Hollywood. Das finde ich Gold wert, was Sie sagen, und auch wahr. Ja? Nicht? Also im Zirkus hat man ganz oben die Artisten. Ja? Und das habe ich als Kind immer bewundert. Ja? Können runterfallen, aber sie machen etwas gegen die Schwerkraft. Und ganz unten stehen die Füße der Elefanten mit Bodenhaftung und Tendenz zum Erdinnern abzusacken. Das sind die beiden Seiten. Bodenhaftung, ja, und Kunst. Kunst ohne Bodenhaftung nutzt nichts. Ja? Und Bodenhaftung ohne Kunst ist ein bisschen arm. Und Hollywood ist der Elefant? Nein. Eigentlich ist sehr abstrakt manchmal. Ja? Aber es gibt auch Tarantino. Ja? Und der ist die Bodenhaftung davon. Und deswegen sagt sie auch von B-Film. Ja? Und es gibt ein unerlaubtes Hollywood und ein gehorsames Hollywood. Ja? Und die Leute aus Lemberg, ja, die da nach 1900, ja, oder 1920, ja, Hollywood im Grunde geformt haben, ja, die haben eben auch diese nicht offiziöse Seite, und die ist ein Hollywood gut. Ja. Da habe ich noch eine Frage zu unserem einleitenden Thema, nämlich unter uns Kinofans gibt es so die Arbeitshypothese, Menschen lieben besonders Filme aus dem Jahr, in dem sie geboren sind. Ja. Können Sie einen nennen? Nein. aber kurz davor ist Murnau, ja? Kurz ja. davor ist Fritz Lang, ja? Und ja. kurz davor ist Stummfilm. Und das ist, ich bin tiefer Patriot, ein leidenschaftlicher Patriot des Stummfilms. Und Stummfilm mit Musik, das ist das, was ich liebe. Ja? Und das ist die Eroberung durch den Tonfilm, kommt die Eroberung des Films und die Besetzung, die Okkupation durch das Theater, durch den Theaterton, durch furchtbar viele Dialoge. Ja? Und da sind wir, glaube ich, gemeinsam in der Lage. Ja? Heute mal Ihrem Satz, Sie haben ja das Thema vorgegeben heute, okay. haben mich verblüfft am Telefon und gesagt, das ist das Thema, ja? Die Filmgeschichte hat noch gar nicht richtig angefangen. Ja? Und das gefällt mir außerordentlich. Ja? Die ist wie ein Maulwurf, die tunnelt, ja? Und irgendwann kommt sie hervor. Ja? Paar Filme, paar meiner Lieblingsfilme aus dem Jahr, in dem sie geboren sind. Scarface, Howard Hawks Scarface, ist nicht abgefilmtes Theater. Nein, großartig. Shanghai Express von Josef von Sternberg. Das wusste ich nicht. Mit Marlene. Trouble in Paradise von Lubitsch. Okay, na, der bitte. Ist also Theater. Es reicht, ja? Die stehen um mein Kinderbett da. Ja? The Most Dangerous Game. Ja. Kennen Sie The Most Dangerous Game? Nein. Gott, nee, Sie sind der Held des Amts. Ich fange jetzt nicht an, von meinen Lieblingsfilmen zu erzählen. Wir drehen das gleich um, was Sie vorhin gesagt haben. Ja? Also, und schauen Sie mal, als ich in den 30er Jahren mit den, also mein Vater war Arzt, ja, Landarzt, und kriegte manchmal so eine Schale Eier. Und ich klaute die und brachte die der Kinokassiererin, und dafür durfte ich alle Filme sehen, ja, einschließlich der, die für Jugend verboten sind. Ja? Und das ist mein Kinoerlebnis, aber es sind aber alles Filme, die nicht so heißen wie die, die Sie eben nannten. Und erst nach 45 komme ich da raus aus dieser Höhle der UFA. Ja? Nicht? Und da sehe ich jetzt die frühen Filme, Eisenstein, Werthoff und alles sowas. Ja? Und die Filme, die Sie nannten, gab es nicht. Und deswegen bin ich da Analphabet geblieben. Ja? Und das haben Sie mir im Tal vorgehalten. Und das ist richtig. Und ich gehe ja nun nicht nach dem Geburtsjahr bei den Filmen, das muss ich dazu sagen. Aber diese Filme gucke ich mir natürlich sofort an, wenn wir hier rausgehen. Ja? Und
lassen Sie uns mal diesen Gedanken, die Filmgeschichte geht weiter. Das ist ja mehr der Gedanke. Ja? Nicht? Und sie geht weiter auch an Orten, wo man Film noch nicht erwartet, wo er aber hinpasst. Ja? Und das ist mein Metier heutzutage. Ja? Genau, die Ausgangsposition ist allerdings eines, so realistisch müssen wir sein, ja, dem Kino selber, der Branche, der sozusagen der Produktion jener Filme, die einen Helden, Gegenspieler haben, einigermaßen lebensnahe Bilder und nach 2 Stunden zu Ende sind, dieser Branche geht es nicht gut. Das war jetzt gerade beim Deutschen Filmpreis zu spüren. Es gibt Leute, ich gehöre zu denen, die sagen, es könnte sein, dass ganz Hollywood bankrott geht, indem es nämlich seine ganzen Millionen und Abermillionen ins Streaming steckt. Und Streaming ist ein Schneeballsystem. Streaming funktioniert nur mit Wachstum. Das funktioniert nicht als stabiles System. Das heißt, es kann sein, dass die Sachen ganz woanders weitergehen als da, wo wir es vermuten. Auch wenn es möglicherweise auf dem Münchner Filmfest nicht ganz opportun ist, diese Möglichkeit. So wie meinetwegen nach Antonius und Cleopatra eine Pleite war und die ließ Raum für den Italo-Western, den französischen Nouvelle Vague, ja, und die Wenigkeit von neuen deutschen Filmen. Also unsere Chance war ein vorübergehender Niedergang, ja, von Hollywood. Ja. Und dann kann in die Lücke, wenn Hollywood jetzt durch Streaming was passiert, ja, nicht, kann ganz schöne Sachen von unten. Ich glaube auch, also nichts wäre so interessant wie die Trümmer von Hollywood. Und in den Trümmern, da siedeln wir. Und jetzt ist es so, der 90-Minuten-Film wird ja bleiben, weil das ist eine Urinlänge. Ja? Also das ist sozusagen, was ein Mensch einmal sozusagen aushält. Aber es kann begleitet werden durch 10-Stunden-Filmsammlungen, die einen Zusammenhang bilden. Ja? Ist eine, wenn ich mal eine Ruhmestat von mir sagen darf, ist, dass ich den Eisenstein, den ich liebe, dadurch ehre, dass der Film, den er nicht machen durfte, ja, mit Galina Antaschewskaja, die hier sitzt, ja, haben wir verfilmt, 10 Stunden lang, ja, seinen Plan, das Kapital von Karl Marx zu kinofizieren, wie er sagt. Ja? Nicht? Und wir haben sein Drehbuch genommen, seine Aufzeichnung, da sind 300 Seiten Text und enorm viele Bilder. Und er hat uns angewiesen und wir haben dieses gemacht und das ist auf der Kunstbiennale wunderbar gelaufen. Ja? Und so etwas, das sind 10-Stunden-Filme und die ergänzen den 90-Minuten-Filmen. Und dann gibt es noch meinetwegen die Möglichkeit in der Pause einer großen Wagner- oder Verdi-Oper, ja, hier in der Bayerischen Staatsoper, das haben wir alles gemacht, ja, 8 Screens aufzubauen. Und da sehen Sie dann eben vertrauenswürdige Filme, ja, nicht, die kurz sind, Minutenopern. Ja. Und da können Sie das, was Wagner nicht macht, die Mutter von Parsifal, voll auf, also adorieren, anbeten. Herr Kluge, wenn ich es jetzt richtig verstehe, können wir eigentlich unsere Diskussion hier beenden, uns nur noch Filme anschauen von Ihnen, weil, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie sind die Zukunft der Filme. Das ist überhaupt nicht wahr. Das ist überhaupt nicht. Also da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, es gibt etwas in mir, welches spricht. Ja? Und das ist nicht meine Person, mein Ich. Ja? Und gut ist ein Filmemacher nur, wenn er kooperiert. Ja? Und ich sage Ihnen, es macht wahnsinnigen Spaß mit Sarah Morris beispielsweise. Das ist eine amerikanische Filmemacherin und Künstlerin. Ja? Mit der zusammen Filme zu machen, habe ich gemacht. Wir haben auch über Fritz Lang. Ja? Sie ist nur altersmäßig wesentlich jünger als ich. Ja? Nicht? Und so. Beide lieben wir aber diesen Monokelträger. Ja? Und das heißt Mimosentank, der Film, weil es war ein Spitzname, den er annahm, weil er war empfindlich für Beleidigungen wie eine Mimose und brutal wie ein Panzerwagen, wie ein Tank. Ja? Und darüber haben wir beide einen liebevollen Film über ihn gemacht. Ja? Und so weiter. Und ich könnte jetzt 50 andere Leute sagen, mit denen man gut zusammenarbeiten kann.
Ja, mit Achterbusch war es schwierig. Ja, ja, der ist sehr eigensinnig. Ja. Aber es gibt auch Filmemacher und vor allen Dingen Filmemacherinnen, ja, mit denen man wunderbar kooperieren kann. Und nur gemeinsam geht das. Das ist ein kleines Neu-Babylon, das ich mir da vorstelle. Ja. Ich würde ja eh sagen, so die Modernität dessen, was Sie tun, ist ja eine Modernität, die ein großer Teil sozusagen der Produktion bewegter Bilder noch nicht hingekriegt hat, nämlich mit vorgefundenem Material eben auch zu arbeiten. Hat aber der Film von Anfang an gemacht, ja, nicht? Also Sie sehen nachher den Lichtschlangenmenschen. Ja. Ja. Den Lichtschlangenmenschen gibt es auf dem Jahrmarkt. Und der Edison nimmt das jetzt auf. Das ist einer der frühesten Filme, ja. Und warum soll nicht Helge Schneider jetzt das wieder aufnehmen? Ja? Und insofern, also die Originalitätssucht ist der Feind vom guten Kino. Ja? Nicht? Und dass man etwas, was einmal gut war, ja, und plebejische Öffentlichkeit gebildet hat, ja, wieder aufgreift, ja, das ist, kann man zu jeder Tag- und Nachtzeit neu machen. Ja? Also in den Pausen der großen Absichten wohnt das gute Kino. Ja? Und lass uns noch mal jetzt mal etwas anfangen zu lesen. Sollen wir lesen? Ja. Okay. Ach so, ich fange an, genau. Die Geschichte heißt, oder die Geschichte, der kleine Text heißt Beginn einer neuen Zeit. Er hatte gegen Abend die Wanderung eines Froschs durch eine wirre Fläche von Gras und Schutt, von einem Tümpel, der auszutrocknen drohte, zu einem anderen Tümpel, der über ausreichend Wasser verfügte, mit seiner DV-Kamera gefilmt, dann mit Musikbegleitung von Frank Zappa diesen Film unter dem Titel Wasser des Lebens ins Netz gestellt. 12 Anrufe hatte er bekommen, davon einen aus einer nordöstlichen Provinz Chinas. Von diesem Tag an spürte er in seinem Innern hinreichenden Grund, im weltweiten Netz nachzusehen, was die anderen boten. Immer wieder wechselte er sein eigenes Angebot. Über einige Angebote der anderen staunte er. All dies beruhte auf Selbermachen. Er hatte den Eindruck, dass eine neue Zeit begann. 18 Sekunden Vorsprung. Der Mann an der Kamera, es gibt kein besseres Auge in der Welt als seines, ahnt 18 Sekunden, bevor die Darstellerin einen nicht inszenierten, tatsächlichen Zusammenbruch erlebt. Die Tagesanspannung, die Situation der Heldin, die sie spielt, durchfährt ihre Nerven. Dass sich etwas an der Aufnahmesituation verändert hat und wechselt mit der Optik auf Großaufnahme. Die Darstellerin liegt auf der Pritsche im Gefängnis. Wie konnte er wissen, dass Gesicht und Körper von einem Zusammenbruch erfasst würden, den willentlich ein Mensch nicht spielen kann. Das ist das Wesen des Films. Vorauswissen, Ahnung. Es ist eine ganz falsche Annahme, dass Kreativität im Film irgendetwas erfindet. Vielmehr unterscheidet die Filmarbeit normale, wirkliche Verhältnisse von ungewöhnlichen. Sie isoliert das Wesentliche durch Weglassen. Oder sie sagt etwas voraus und stellt das Aufnahmegerät wie einen Jäger an die richtige Stelle, lange bevor etwas passiert. Und wenn alles nicht hilft, stellt sie ungesehene Erfahrung her durch Rekonstruktion. Und das war der Mann, der 18 Sekunden bevor etwas passiert, ja, die Kamera schon umstellt. Das ist Edgar Reitz. Das war mein Kameramann in Abschied von gestern. Und die Person, die er aufgenommen hat, da im richtigen Nervenzusammenbruch, ist meine Schwester. Ja. Was gibt es in der Welt für einen Cent? Er hatte die Aufgabe, die Büchsen, in denen die Centstücke sich sammelten, einmal mittags und dann wieder abends abzutransportieren und die Beute in der Zentrale abzugeben. Das war sein Geschäft, das ihn und die Familie ernährte. Damit konnte er weitere Tätigkeiten verknüpfen, die das Einkommen aufbesserten, da der übrige Tag frei blieb. Die Lichtspielautomaten warteten in Reihe auf die Passanten, auf die Müden am Abend, wie eine Tränke. Das ist noch die Penny-Arkaden-Welt. Ja? Und das frühe Kino,
darf man sich nicht vorstellen, dass da Stummfilme gezeigt werden und ein Klavierspieler dazu spielt. Das ist sehr viel später. In New York ein Kinobude, ja, von 1902 oder 1908. 1908 ist das Geburtsjahr meiner Mutter. Ja, nicht? Das ist besetzt von Leuten, die mindestens 7 oder 12 verschiedene Sprachen sprechen und kaum Englisch. Und ein irischer Ton, ein ukrainischer Ton, ein galizischer, ja, ein italienischer und mehrere andere Töne und Sprachen, Französisch, Deutsch und so weiter, redet durcheinander und sie erklären sich lautstark den Film. Dieses Gebrumm, dieses Babylon, diese Vielsprachigkeit, die noch keine Einheitssprache kennt, die ist die Begleitmusik, ja, zum Stummfilm. Und den Ton, den hätte ich gerne aufgenommen. Ja? Und die indische Filmindustrie ist zum Beispiel, lebt von dieser Sprachenvielfalt. Sie können gar nicht, weil Indien so viele Sprachen hat, ja, einen Film in der Einheitssprache herstellen. Ja? Sie müssen eigentlich große Stummfilme machen, pathetische große Schinken, ja, nicht? Unter Vermeidung von Dialog. Und jetzt kommt sozusagen meine Spezialthese ins Spiel. Punkt 1 ist natürlich, in dieser Welt, die Sie gerade beschreiben, in diese Welt hinein kommt das frühe Hollywood und fängt an, Geschichten zu erzählen. Ja. Und es fängt damit an, relativ brutal zu schneiden. Im, ja, Sinne, das wird erfunden in Hollywood, eine Szene, Schnitt. Also The Great Train Robbery, ich glaube 1903, der erste Film, der ein Spielfilm ist, so wie wir sie heute noch kennen. Und in dem Moment kommt ins Spiel Pablo Picasso, ist, ja, in Paris, ja, kann eh nicht gut Französisch, aber selbst wenn er gut Französisch könnte, könnte man ihm mit französischer Hochkultur gestohlen bleiben. Er geht ins Kino. Er geht ins Kino mit seinem Freund Braque, der auch für die Hochkultur wenig übrig hat. Und sie sind gleichermaßen schockiert wie fasziniert von diesen Schnitten, von dieser Zersplitterung des Blicks, der zugleich ja so zwingend ist. Die Kamera zwingt ja dem Zuschauer diesen Blick auf. Man kann ja nicht anders, als genau den Blick einzunehmen. Es bleibt einem keine andere Möglichkeit. Das erschüttert sie so sehr, dass sie den Kubismus erfinden, als die Möglichkeit, diese Schnitte auf einer Fläche zu haben. Und so weiter meine These. Ich hoffe, ich langweile Sie nicht. Nein, nein, ich gucke nur dahin, ja, weil da sehe ich das, was die Zuschauer sehen, da oben. Ja, das wird uns hier liebenswürdigerweise vorgespielt. Ja. Ja, und da sahen Sie jetzt eben die Tränen, den Tränenapparat. Ja, ja. Und dass der Mensch weint. Das Lamento, den Kern der Oper bildet, ja, das ist, dass das Kino traurige Geschichten erzählen kann. Ja, das ist der eine, das gehört genauso wie der Schock der Montage, ja, zum Kino. Ja. Sehen Sie mal, wir stammen von Seetieren ab. Denn nur Seetiere können Salz von innen nach außen transportieren, ja, aus der Haut raus. Ja. Und von denen haben wir geerbt das Schwitzen und das Weinen. Das Schwitzen unterscheidet uns vom Puma. Der kann schneller laufen als wir, aber nach 400 Meter sinkt er erschöpft und überhitzt zu Boden. Ja? Und unsere Vorväter, die konnten als Jäger bis zum Abend das Wild verfolgen. Und dann war es müde, dann haben sie den Hals durchgeschnitzt. Die sind alle nicht politisch korrekt gewesen, aber haben Nahrung zur Familie nach Hause gebracht. Aber das Weinen ist das Bessere im Menschen. Ja, dass man die versteinerten Gedanken, die Versteinerungen in uns, ja, flüssig machen kann. Und zwar spontan. Ja, Sie können das Weinen gar nicht unterdrücken. Aber ja, Herr Kluge, besteht nicht der wahre Skandal des Kinos darin, dass die Kamera kann in keinen Kopf hineinschauen, sie kann keinen, nee, Gedanken lesen. Sie ist einfach ein verdammter mechanischer Apparat, der nur aufnimmt, was er sieht. Und hat trotzdem diesen Effekt. Ist es nicht sozusagen, ist es nicht eine totale Frechheit gegenüber allen bis dahin existierenden Künsten?
Also, dass der Film frech ist, ist, glaube ich, gerne. Ja, er ist jung und frech. Ja? Also, die klassischen Künste sind 40.000 Jahre alt etwa, ja, mit der Höhlenmalerei, ja, dem Anfang der Musik. Und erst kommt Musik und Tanz und Bewegung und Gestik und Mimik. Und dann setzt sich später die Grammatik und dann die Buchhaltung drauf. Ja? Aber das ist sehr lange. Ja? Ja. Und, und unsere Metier hier, ja, und wovon wir das ist mit Liebe sprechen, das ist 128 Jahre alt, übrigens genauso alt wie die Olympiade. Im selben Jahr, als die erste Olympiade in Athen ist, da habe ich einen Film drüber gemacht, jetzt hier im Architekturmuseum, der wird jetzt im Juli aufgeführt, ja, da hat Muybridge, ja, The Human Body, ja, gefilmt. Das sind die ersten Filme, Filmaufnahmen. Ja, noch bevor Kino entsteht, hat er den Film als wissenschaftliches Instrument. Noch vor den Brüdern Lumière? Noch vor den Brüdern Lumière, das ist der absolut Erste. Hat einen furchtbaren Namen, Edward, ja, Muybridge. Ja, schwer zu buchstabieren, aber ein hinreißender Mann. Ja. Und der hat den Film, dass das gleichzeitig die Olympiade und die Filmkunst entsteht. Ja. Nicht? Ich finde die Filmkunst wichtiger und interessanter. Na gut, aber es können doch nebeneinander leben. Ja, ja, ja? Klar. Nicht? Also wenn Sie sagen, also die Sportschau ist einem Spielfilm immer noch im Fernsehen überlegen, in der Zahl, aber nur da. Das ist hier zum Beispiel ein Bild von Man Ray, ja? Ein Foto. Ein Knipsapparat und der Mond. Und das ist mit Hafenlicht aus dem Hafen in Amsterdam, wo die Wellen die Lichter so schmeißen, hochschmeißen, dass diese Art von Lichtern entstehen. Und das ist hier die Brücke von Granville, die Planetenbrücke, die ist am Ende des Passagenwerks von Walter Benjamin abgebildet. Ja? Und da ist am Ende auch die Hafenlichter hier, die nur die Kamera machen kann. Das kann ein Menschenauge nicht sehen. Ja? Wie turbulent das Licht, wie anarchistisch das Licht ja, ist, wie ungehorsam das Licht ist. Und die Kamera kann es aufnehmen. Das ist das Geheimnis der bewegten Bilder, das ist dass die Kamera was anderes sieht als das menschliche Auge. Wie heißen diese wunderbaren Dinge, also Insekten mit diesen tausend Augen? Ja. Am Teich. Fällt mir gerade nicht ein. Ja. Libelle. Ja. Aber jetzt, ich würde vorschlagen, wir gucken uns ein Stück mal ein paar Filme an. Wir gucken mal einen Film an. Ja? Und zwar? Mit meinem Freund Cavendish Cruz. Habe ich zwei abendfüllende Filme mitgemacht, ja, jetzt. Und der ist von den Philippinen, ja, und erklärt uns, glaube ich, Oktave und Alphabet. Ja. Das ist Film Sylvain 1, 2 und Film 3. Die Triptychon-Montage ist eine Forderung des Bauhaus-Pioniers Morley Notch aus dem Jahr 1921 und wurde einmal eingeführt von Abel Gance in seinem Napoleon-Film, ist aber sozusagen als Fortsetzung der Montage, ja, dass man das dritte Bild, das bei einer guten Montage der Zuschauer selber herstellt, die Epiphanie in der Dunkelphase, ja, zwischen zwei Einstellungen, dass man das sichtbar macht und man kann dann sozusagen das, was in der Musik selbstverständlich ist, Polyphonie, Dreistimmigkeit und so weiter, auch im Film durchführen. Ist keine Gewohnheit, im Fernsehen unmöglich, da sagen die, der Apparat ist kaputt, ja, nicht? Aber es ist im Grunde eine ganz, also mir enorm liebe Form der Montage. Ja, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, darüber zu sprechen. Ja. Weil Sie preisen ja auch diese Stummfilmkamera. Ja, und das ist eine Ascania Z, das ist eine. Und gerade der Gedanke an diese Stummfilmkamera macht einem klar, wie oft technischer Fortschritt im Kino ein Rückschritt war. Erinnern Sie sich an den wundervollen, vielleicht einen der schönsten deutschen Filme, Menschen am Sonntag? Ja. Diesen herrlich improvisierten, mit der bewegten Kamera ein wunderbarer Film. Gefilmte Film.
Und man sitzt dann da und fragt sich, warum kam dann nichts mehr? Die Kamera geht raus, die Kamera schaut wirklichen Menschen beim wirklichen Leben zu, mit richtigem Licht. Und den Sonntag in Berlin im Jahre 1929 gibt es wirklich. Genau, ja. Und die ganze Sterilität der Studios ist vergessen und es hat einfach eine Evidenz. Das war ein neuer deutscher Film. Ja? Naja, nur nach Menschen am Sonntag kommt der Tonfilm. Und dann hat man wieder ganze Kühlschränke als Kameras und mit der ganzen Tonapparatur. Richtig. Jetzt könnte man es eigentlich so nicht drehen. Ja? Aber wir könnten jetzt zum Beispiel wieder mit diesen neuen elektronischen Mitteln, ja? Ich kann ja fast mit dem Handy drehen, ja? Und da Menschen am Samstag zu machen. Ja? Nicht? Das wäre es doch. Ja, ja, so habe ich Ihre erste Geschichte verstanden. Und das ist ja einer der Punkte sozusagen, warum ich sage, Filmgeschichte fängt gerade erst an. Ja. Was wir im Moment haben, was Sie in dieser kleinen Geschichte schildern, ist ja im Grunde, das ist ja der Traum einer Medientheorie Brechts oder der 50er, 60er, 70er Jahre. Jeder kann Filme machen. Dann geht das plötzlich in Erfüllung im Netz. Genau. Ja? Wird auch schnell von Google wieder beendet und den Big Seven da in, sie regeln es sehr schnell, ja, auf Hauptstraßen, ja, aber also als ob es nur Autobahnen gäbe, ja, und wenig Gartenwege, ja, aber die Gartenwege gibt es innerhalb des Netzes auch, sie werden nur nicht gefunden, ja, schwer sie zu finden. Müssen Sie wissen vorher, wie sie heißen. Sie sind mir da fast ein bisschen zu kapitalismuskritisch, würde ich sagen, wenn Sie meinen, Google will das wieder beenden, es wird Ihnen nicht gelingen. Nein. Es wird Ihnen ganz bestimmt nicht gelingen, sozusagen. Haben Sie recht. Das sucht recht. Sich ja immer neue Kanäle und man muss dann einfach mal sagen, was weiß ich, die Kompetenz, die sich in kleinen YouTube-Videos zeigt, die sich in TikTok-Videos zeigt und so weiter, die muss jemanden, der sich mit den bewegten Bildern beschäftigt, doch eher optimistisch stimmen. Also so. Ja, das stimmt. Ja? Und Leute, die eben selber mit ihrem iPhone oder ihrem Smartphone selber bewegte Bilder herstellen, sind möglicherweise doch auch das Publikum, das man sich wünscht, weil es ein kompetentes Publikum ist. Und was wartet da alles noch? Ich sage, erzähl Ihnen mal eine Geschichte, die mich wirklich innerlich ganz angerührt hat. Ja? Die haben wir zum Beispiel als Minutenoper in der Bayerischen Staatsoper gezeigt. Da gibt es bei Wolfram von Eschenbach im Parsival eine Szene, dass dieser Held Parsival von seinem Halbbruder, den er aber nicht kennt, einem Mohammedaner, besiegt wird. Ja, der Vater von Parsival hat einen Halbblut da. Ja? Nicht genau, er hat Beduin. Die Nebenfrau von den Kreuzzügen richtig, zurückgebracht. Genau. Und jetzt liegt das Schwert von Parsival zertrümmert am Boden und er sagt, in der nächsten Minute bin ich tot. Und da kommen aus der Zukunft die beiden Ungeborenen, Lohengrin und Kardais, die Jungen, die er erst noch kriegen wird, die kommen und geben dem Feirefitz, also dem Halbbruder, ein. Es ist unwürdig, einen Waffenlosen umzubringen. Die beiden setzen sich an den Wegrand, erkennen, dass sie Brüder sind. Das ist 7 Zeilen. Der ganze Wagner hat es nicht verfilmt. Ja? Mhm. Und das gehört rein. Ja? Da kommt aus der Zukunft etwas, das geboren werden will. Ja? Und das, wie ein Engel. Also es kommen nicht nur aus der Vergangenheit irgendwie Schwergewichte oder Engel oder helfen uns. Oder aus dem Glauben kommen sie. Ja? Oder aus den Buchstaben gibt es auch die Idee, aus dem dunklen Alpha. Ja? Ich dachte ja lange Zeit, auch Sie kommen aus der Zukunft, Herr Kluge. Ich habe Sie lange Zeit immer wieder gedacht, Sie sind ein Zeitreisender. Schön, wenn ich das mal würde. Ja? In der Art und Weise sozusagen, wie Sie voraus sind, wie Sie schon immer Filme gemacht haben, für die möglicherweise erst das TikTok-Publikum, das YouTube-Publikum von heute modern genug ist. Aber ich habe nur Ihre Kritik, dass ich jetzt hier nicht so marxistisch reden soll, weil das zu fatalistisch ist, sondern daran glauben soll, dass es genügend Widerstandskraft und Unwahrscheinlichkeit im Menschen eingebaut gibt,
Ja? Und da habe ich jetzt noch die Zukunft zur Hilfe genommen, ja? Damit es ein bisschen wahrscheinlicher wird. Ja? Ich bin mir gar nicht so sicher, ob man dazu anthropologische Aussagen machen muss. Ich glaube, es reicht schon die ökonomische Aussage, dass das Bedürfnis, diese Dinge zu tun, sucht sich den Kanal, sucht sich. Ja. Also das ist halt was für uns in Deutschland mit unseren 120, 130, 140 Jahre alten Konzernen ungewohnt ist, sozusagen diese Innovationskraft in Amerika. Dann entsteht eben ein neues Unternehmen, ein neuer Kanal und das Bedürfnis kann sich wieder artikulieren. Genau, das überfordert uns ein bisschen. Ich wollte Sie ansprechen auf eine Studie, die vielleicht vor 5, 6, 7 Jahren erschienen ist und die eben besagte, auch das muss uns einfach optimistisch stimmen, dass das Publikum immer klüger wird. Das also im Gegensatz zu, wie soll ich sagen, zu dem ganzen Kulturpessimismus, der überall nur Verfall, Vulgarisierung, Banalisierung des Guten und Wahren und Schönen findet, es gerade andersherum ist. Das Publikum, gerade das Publikum bewegter Bilder, ist heutzutage aufnahmefähiger für komplexere Erzählweisen, Bilder, Kompositionen, als es vor 40, 50 Jahren war. Sie können heute einem Fernsehpublikum nicht mehr Dallas vorsetzen. Ja. Es würde sich zu Tode langweilen. Also es ist wahr. Also ich würde jetzt nicht ins Lob des Fernsehpublikums ausbrechen, insbesondere nicht am Samstag. Ja? Aber, denn das ist ein bisschen erzogen schon, ja? Und selektiert. Ja. Ja? Also viele gucken es nicht. Ja, aus dem Grund und sind nicht mehr dabei. Aber Sie haben recht, die Menschen sind klüger als die Medien. Und das können wir doch beide unterschreiben. Für die Kompromissformel. Oh, ich unterschreibe mal. Die Kamera ist klüger als der Regisseur. Ja, die meisten Filme sind klüger als ihre Schöpfer. So, und da sind wir doch schon mal auf einer Linie. Ja? Ab nach Elmau. Oder wir lesen die Geschichte mit der ersten Großaufnahme der Welt vor. Ja. Sollen wir das machen? Das machen wir doch. Okay. The Kiss. Die erste extreme Großaufnahme der Welt. Zwei bekannte Schauspieler vom Broadway. Für hohes Eintrittsgeld kann man ihnen auf der Bühne, das heißt aus der Ferne, zusehen. Dazu muss man Interesse aufbringen für den Inhalt des gespielten Stücks. Alles das reduziert den Kreis derer, die diese beliebten Schauspieler unmittelbar kennenlernen. Sie sind aber in New York dennoch in weiten Kreisen berühmt. Auch solchen, die sie nie gesehen haben. Dafür sorgen die Berichte in den Zeitungen. Ein Filmoperateur hatte den Einfall, einen Kuss dieser zwei Berühmtheiten zu inszenieren und in Großaufnahme zu filmen. Während dieser Aufnahme war das Empfinden der Protagonisten nicht innig, sondern voll Albernheit. Während sie den Kuss probten, schon das wurde aufgenommen und bildete später den Streifen, The Kiss, konnten sie sich nicht vorstellen, wie das, was sie taten, für einen Beobachter aussah. Man sieht sich nicht von außen zu, während man küsst. Die Münder nähern sich aneinander. Die Lippen treffen aufeinander. Schon, dass die Schauspieler hierbei die Augen schließen, war in der Einstellung nicht zu sehen. Es sah leidenschaftlich aus, obwohl die zwei innerlich jibberten. Nur, weil es auf der Leinwand so groß war. Einen solchen Vorgang hatte kein Zuschauer bisher gesehen. Der Streifen ging um die Welt. Jetzt waren die beiden Berühmtheiten erst wirklich berühmt. Merkwürdigerweise wurde die Sensation nirgends kopiert. Sie wäre durch Paarung anderer Berühmtheiten oder durch Übertragung auf die Verhältnisse von Shanghai oder Schweden in ihrem Erfolg fortsetzbar gewesen. Wie nimmt man eine Kussszene heute auf? Man erklärt den Darstellern die Situation und verlässt sich darauf, dass sie küssen können. Und wenn sie einander nicht mögen? Müssen sie es spielen. Der Regisseur kann die Einzelheiten schwer beeinflussen. Vor allem, weil die Lippen nach dem Küssen spontan sich verhalten.
Und wie inszeniert man einen Judaskuss? Entweder innig oder flüchtig. Der Kuss ist ja nur das Zeichen für die Häscher, wen sie zu fassen haben. Es ist Sprache, kein Kuss. Und noch eine kleine Geschichte, die ich ganz allein vorlesen soll, wenn ich Ihre Regieanweisungen richtig verstehe. Überschrift: Ursprünglich war Film ein wissenschaftliches Instrument, / Inflation fiktionaler Themen. Die frühen Pioniere des Films waren erstaunt darüber, dass ihre brillante Erfindung etwa ab 1910 hauptsächlich dazu verwendet wurde, schlechte Theaterstücke abzulichten. Die Filmhistorikerin Professor Dr. Miriam Hansen, Universität of Chicago, bestreitet aber, dass diese Wende durch den Entschluss von Unternehmen zustande gekommen sei. Vielmehr habe sich ergeben, dass das Abfilmen von großen Ausstellungen, zum Beispiel der Panamerikanischen Ausstellung in Buffalo, bei deren Besuch Präsident McKinley ermordet wurde, oder von Ereignissen wie der Hinrichtung des Mörders Czolgosz oder dem Untergang der amerikanischen Kriegsschiffe im Hafen von Havanna zu selten seien, als dass sie den Bedarf an kinematografischer Abbildung genügen könnten. Der Rohstoff Wirklichkeit, sagt Miriam Hansen, reiche nicht aus für das rasante kinematografische Bedürfnis. Dies sei der Grund für die Inflation fiktionaler Themen. Mir fällt dazu eine Menge ein, nämlich, es gibt einen ganz berühmten Film von dieser Weltausstellung, und da bin ich wieder bei meinem Thema, dass abstrakte Malerei ohne Kino gar nicht denkbar ist. Da fährt die Kamera auf einem Zug diese Weltausstellung ab am Tag, und man sieht eben die Bauten und alles sehr schön, zumal das auf so einem erhöhten Gleis stattfindet. Und dann ist der einzige Schnitt dieses Films, und dann ist es Nacht geworden und der Zug fährt zurück mit der Kamera und plötzlich sieht man nur noch diese Lichter. Das müsste Ihnen, kennen Sie den Film? Ach, das ist die Weltausstellung 1939. Ja. Nein, nicht 1939. Welche dann? 1903, glaube ich. Oder? Ach so. Dieser Film, der nur aus zwei Einstellungen besteht. Der Zug fährt hin bei Tag, er fährt zurück bei der Nacht. Und in der Nacht hat sich das alles in sozusagen abstrakte Gebilde aus Licht verwandelt, was eben noch Räume waren. Das finde ich aber so toll. Ja? Wo ich mir dachte, natürlich haben das die Maler gesehen und haben sich von den Schocks inspirieren lassen. Und das ist jetzt etwas, was vor diesen 550 Jahren, die Sie mir vorhin angedichtet haben als Geburtsdatum, zusammenpasst, nämlich die Wunderkammer. Ja? In der Zeit der späten Renaissance gibt es sogenannte Wunderkammern, zum Beispiel der Kaiser Rudolf II., der einzige Gebildete, ja, oder den Habsburgern, ja, in Prag, der hatte so etwas. Und da sitzt Kepler und Tycho Brahe, zwei Astronomen. Da sitzen Musiker, da sitzt Arcimbaldo und malt. Ja. Da sind Ovid-Kenner, da sind Alchemisten, da sind Hochstapler. Ja. Da ist der Robert Flatt aus Oxford, ja, nicht? Und so weiter. Und die machen eine Planetenmusik und die vermischen die Künste, aber nicht die Metiers. Ja, der Alchemist bleibt Alchemist, aber er infiziert den Astronomen, dass der eben eine Planetenmusik ersinnt. Ja? Und wir können sie heute sogar herstellen. Also gewissermaßen diese Zusammenarbeit zwischen den Künsten, ja, die kann eigentlich nur der Film wirklich befördern. Ja? Weil er so jung ist, ja? Und weil er in Bewegung ist. Und er kann die Bewegung, Transitionen kann er bauen. Ja, er kann etwas erst erzählen, so wie Sie für eine Weltausstellung, für eine gigantische Reklameaktion, und dann geht es durch die Köpfe der Maler, ja, und kommt zum Impressionismus oder wohin. Ja. Und dann geht es wieder zurück in die Literatur und die fangen an, Arno Holz, ja, oder bis zu Arno Schmidt, ja, die Sprache, ja, aufzulösen. Ja. Und geht es wieder zurück aus einen drei Sätzen zu einem Film. Das wäre mein Idol. Ja. So würde der liebe Gott den Film weitermachen. Der liebe Gott
dem unterstellen wir aber Liebe, ja. Zumindest, ja. Wohingegen die Kamera eben ihr ganzes Ding, sie ist kalt und gefühllos. Sie evoziert die Gefühle, aber sie kann sie nicht haben. Und das ist ja der Skandal, auf den wir irgendwie immer wieder zurückkommen müssen. Lassen Sie mich zu den Filmen, die wir gesehen haben, kurz noch eine Frage stellen. Mhm. Der erste. Wie können wir den verstehen? Wir verstehen noch kein Wort. Was machen wir denn mit dem, was der Herr da sagt? Man versteht doch, wenn der Mozart dirigiert, ja? Ja. Versteht man doch alles. Ja? Sind Sie überzeugt davon? Der kann kein Deutsch. Also ich könnte ja gerne untertiteln, ja? Aber ja. Er würde dann auch nicht rational reden. Das ist eine Szene aus einem 90-Minuten-Film und die heißt die Liebe stört der kalte Tod. Mit Lilith Stangenberg, unveröffentlicht. Ja? Und da geht es die ganze Zeit um Musik, ja, nicht? Und erst ist die Musik und dann kommt die Sprache. Das ist also tiefer Glaube. Ja? Von wem ist der Satz? Von einem Primo la musica. Ja, prima musica, poi le parole. Dopo le parole. Das ist einer Ende vor der Französischen Revolution. Mir fällt es jetzt leider auch nicht. Mir auch nicht. Uns muss nicht immer alles einfallen, aber dass wir gewissermaßen die Musik lieben. Ja? Und die Verwandtschaft von Musik und Film richtig würdigen, denn das ist die sind Geschwister. Ja? Nicht? Ob die Literatur und der Film wirklich Geschwister sind, das weiß ich nicht. Die sind mehr wie Feire, Fitz und Parsival. Ich habe mich von dieser kleine Film, in Was ist die Sprache? Ja. Ich weiß noch nicht mal, wie die Sprache heißt. Nein. Wissen Sie es? Nein. Wirklich? Mir hat dieser Film erst erklärt, warum ich nach 9 Staffeln Narcos glaubte, Spanisch zu können. Ich glaubte, Spanisch zu können. Ich war überzeugt davon, dass ich perfekt Spanisch kann, weil wenn man lang genug diesen Filmen zuschaut, man weiß, wovon die Rede ist und irgendwie 2, 3 Worte versteht. Hier habe ich gar kein Wort verstanden und glaubte trotzdem. Es ist so eine Art Magie des Kinos. Also ja, ich bin neidisch auf diesen Film, den Sie mir jetzt eben erzählen und den ich noch nie gesehen habe, wie Sie Spanisch lernen, ja, intuitiv aus der Bewegung des Films, aus den Lichtern heraus, was ich glaube, dass es das gibt. Herr Kluge, ja? Narcos sagt Ihnen nichts. Nee. Narcos ist eine der besten Fernsehserien bei Netflix. Etwas, was Sie heutzutage nicht mehr zustande kriegen, weil Sie verlieren genau deswegen Abonnenten aus der Zeit, als Netflix noch nicht seine Abonnenten komplett vermessen hatte. Jetzt sind wir alle vermessen. Alle, die Netflix gucken, werden zugleich von Netflix dabei beobachtet. Und Netflix gibt uns nur noch, was wir eh schon kennen. Diese Serie ist aus der Zeit, als Sie sich noch getraut haben, etwas zu wagen und erzählt die Geschichte erst der kolumbianischen, dann der mexikanischen Drogenkartelle, mehr oder weniger unerfunden. Dramatisiert, aber nicht erfunden. Also ganz im Sinne dessen, was wir hier auch besprochen haben, durchaus auch nicht nach Hollywood-Dramaturgie, sondern es funktioniert halt nicht nach Hollywood-Dramaturgie. Es ist trotzdem spannend und es ist eben, wer Spanisch redet, redet Spanisch. Und so ein Typ wie ich denkt dann, er versteht. Ich glaube, ich habe es auch verstanden. Jetzt wollen wir mal ich würde gerne mal jetzt hier Nummer 7 State Visit vorführen. Ich springe mal ein bisschen. Nur den? Nee, dann machen wir erst Baby Sylvain. Können Sie nach dem Namen erkennen? Ich habe nämlich das Ding mit der Nummer nicht hier. Das heißt, Baby, Baby, Open Your Eye. Also das hier ist ein Triptychon wieder, ein Filmtriptychon. Und da hat mir die Katharina Grosse, die Malerin, aus Styropor, so ein kleines atopisches Kino gebaut.
Das heißt, es hat Öffnungen, die nicht viereckig sind. Ja? Und dadurch kommen diese Verzerrungen zustande. Ja? Und gleichzeitig sind da Comics drin, ja? Und es sind sozusagen die verschiedenen Ausdrucksformen, ja, die wir haben, ja, die alle zum Stummfilm gut passen. Und das Lied, das Sie da hören, ja, das ist von einer Komponistin aus dem Jahre 1632, Barbara Strozzi, einer wunderbaren Frau, und heißt Lamento. Ja? Also mich rührt diese Musik sehr an. Ja? Was passiert, wenn die Leute zu sprechen beginnen? Sie kommen immer wieder darauf zurück. Das Liebste sind Ihnen eigentlich Bilder, die von Musik begleitet sind und Zwischentitel. Ja, und da ist ja ein Text ist ja drin. Ja, ja. Baby, Baby, Ope Your Eye, ja, ist ja drin. Den wir aber ohne die Titel, glaube ich, nur schwer verstehen können. Einverstanden. Ja. Aber ehrlich gesagt, verstehen ist nicht das, was ich vom Kino separat erwarte. Das kann ich in jeder Vorstandssitzung. Ja? Sondern das Kino hat etwas, eine Erlaubnis, ja? Nicht? Auf Gegenseitigkeit und in Tuchfühlung, ja? Gehen wir auf eine plebejische Öffentlichkeit, eigentlich eine Kinderöffentlichkeit unter Erwachsenen ein. Ja? Nicht? Ich bin 7-jährig in der Seele, ja, und 30 Jahre im Leben. Neben mir sitzt meine Frau, ja, und wir sind glücklich im Kino. Ja? Das ist etwas, das ist eine Erlaubnis. Und Öffentlichkeiten sind Erlaubnisse, ja, was ich darf. Ja? Und in offiziellen Öffentlichkeiten darf ich fast gar nichts. Ja? In der Tagesschau kann nicht die, wenn ich erschüttert bin als Moderatorin in der Tagesschau, Ansagerin, ja, kann ich nicht plötzlich weinen oder singen. Ja? Doch, aber. Ich dürfte es, aber ja. Es würde im Grunde nicht funktionieren. Also, wer würde übrigens bewegen? Das wäre so ein filmischer Schock. Das wäre Kino. Herr Kluge, eine ideologiekritische Filmbetrachtung, die ja aus Wurzeln kommt, die Ihnen auch bekannt sind, würde Ihnen vielleicht nicht widersprechen, würde aber skeptischerweise sagen, die Gefühle sind das Einfallstor für Ideologie. Sozusagen in dem Moment, wo du dein Publikum bei den Gefühlen hast, kannst du ihm an Ideologie alles verkaufen, was du willst. In dem Moment, wo du sie wehrlos gemacht hast, wo sie ihren Panzer geöffnet haben. Ja. Und da würde ich Ihnen entgegnen, diese Gefühle sind nicht wehrlos, soweit sie zugelassen ist, dass sie alle kommen. Ja? Wenn ich sie formiere, dann habe ich eine Parade in Nürnberg. Ja? Oder ich habe diese Erscheinung, die wir jetzt mit der Kriegsbegeisterung haben. Ja? Das heißt, die Gefühle sind unglaublich ausgleichend zueinander. Ja? Wenn die leisen Gefühle und die lauten Gefühle gleichzeitig sind. Ja? Und das, was die Propaganda macht in einem autoritären System zum Beispiel, ja, ist, dass ein lautes Gefühl alle anderen erwirkt. Ja? Nicht? Also ein falscher Gebrauch des Gefühls. Ja? Also Gefühle sind ja Vorstellungsvermögen, Einbildungskraft. Ja? Und ja, sind Gefühle nicht evident? Sind nicht die Tränen der Rührung, die ich weine im Kino, ist das nicht eine Evidenz, die jenseits der Vorstellungskraft liegt, sondern einfach da ist? Aber sie kommen doch dadurch, dass ich mir etwas Trauriges vorstelle. Ich werde ja im Kino nicht direkt gequält. Aber sie kommen ja widerwillen zum Teil. Sogar ich sitze ja vielleicht sogar drin und leiste Widerstand und mein Widerstand. Ja, und dann brechen die Tränen aus. Genau. Ein Publikum bricht in Tränen aus. Ja? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es wunderbar, was der Mensch da kann. Ja? Also was die menschliche Seele da zaubert. Ja? Nicht? Wenn sie weinen macht. Ja? Nicht? Das rührt mich immer wieder an. Es gibt übrigens auch, also, dass sie vor Lachen die Tränen nicht zurückhalten können. Aber dass sie unbeherrschbar ist, ja? Das gefällt mir. Und das macht die Gefühle rebellisch und eigentlich gegen die Ausnutzung, ja, für Ideologie unbrauchbar. Ich bin behaupte ich jetzt sicher, mal. Ob das nicht nur eine Hoffnung ist. Ich würde mir wünschen, dass Nein, es so wäre. Ich kann es doch genauso wie Sie beobachten, dass eine gute Öffentlichkeitsmaschine die autoritären Systeme gehorcht. Ja? Mit den Mitteln von Kinder und Mitleid und Fremdfühlen ganze Massen in Bewegung setzen kann.
Aber wir kommen jetzt hier auf ein abgründiges Thema zu. Ja? Ich glaube aber, dass in der Gegenwirkung in den Gefühlen selber liegt. Sie sind eigentlich von Haus aus Unterscheidungsvermögen und sind unterscheidungskräftig. Ja? Also der Immanuel Kant sagt, um es mal umständlich zu formulieren, es gibt zwei Stämme der Erkenntnis. Das eine ist die Sinnlichkeit und das andere ist der Verstand. Die beiden verstehen einander nicht. Die führen miteinander dauernd Krieg. Die Augen, die Ohren gegen den Kopf und so weiter. Und da gibt es eine dritte Zauberkraft, sagt er. Ja? Die nennt er den Tanzschritt des Geistes. Ja? Und das ist das Vorstellungsvermögen, das sind die Gefühle. Ja? Sie sind der Fachmann. Sie sind der Fachmann. Die Chronik der Gefühle ist sozusagen die Überschrift über Ihrem ganzen Werk. Ja. Und trotzdem schaffen Sie es, sie sozusagen analytisch zu betrachten. Ja, aber ich bin ja nicht Analytiker. Gucken Sie, ich bin herzlich. Ja? In mir spricht ja, meine Schwester. Ja? Nicht? Und so. Und in der Hinsicht, die Gefühle sind etwas sehr Rebellisches. Ja? Ich würde gerne mal eins aufrufen und nur die Freunde der Gefühle, ja, nämlich die Lichter, solange wir noch Zeit haben, ja, aufrufen. Lichter im Hafen, Nummer 10, Sylvain. Entschuldige, in meiner Wahrnehmung könnten die beiden Sachen ja nicht weiter entfernt voneinander sein. Der Hafenfilm kommt mir so vor, als ob er nur nach Schönheit streben würde, dass er nur Schönheit einzufangen versuchte. Sie haben mir gerade zugeflüstert, dass das ja nicht nur Bilder von Alexander Kluge sind, die wir da sehen, sondern Baselitz, Eisenstein, was noch? Die gucken zu, mein Kameramann, nicht zu unterschätzen. Ja, ja? Genau. Muss er erst mal machen. Und dann die Ingenieure, die in der Kamera sitzen und die gemacht haben, ja? Dass die Kamera solches wildes Licht, ja? Nicht? Durch Langzeitbelichtung, die das Wesen des Zeitraffers ist, ja? Ja. Aufnehmen kann. Und ich kann es als Kurzzeitbild, ja? Hier wiedergeben, indem ich eine 48 Sekunde, nämlich 24 Bilder pro Sekunde, sind in eine Sekunde in der Kamera. Ja? Und dazwischen ist die Transportphase, da ist es im Kino dunkel. Ja? Und deswegen ist eine 48 Sekunde dieses einzelne Bild. Und da sieht es so langgestreckt das Licht und so wirr aus und so rebellisch. Aber eben auch schön. Wie ist Ihr Verhältnis zur Schönheit? Wie wichtig ist Ihnen Schönheit zu schaffen? Ich bin gern überrascht durch Bilder. Ja? Aber ob sie schön sind, für mich kein. Also ich würde nicht absichtlich Schönheit machen. Ja? Aber mich überraschen natürlich solche Lichter. Ja? Und sie sind bizarr. Und die, ich sage mal so, eine Malerin wie Katharina Grosse, die malt sozusagen mit dem Sprühwerkzeug oder mit dem Pinsel. Ja? Die Kamera malt anders. Ja? Sie ist eine Sammlerin. Ja? Nicht? Und neutral, sachlich sammelt sie, was sie sieht und der Mensch nicht sieht. Ja? Zum Beispiel diese Lichter. Ja? Und die kann man jetzt mit etwas anderem, was man liebt, verbinden. Und dieses Licht, also das ist Kamera ist ein Lichtfresser. Ja? Und ich habe mal einen Kameramann gehabt, der hat plötzlich wie ein Irrer, ja, die Kamera auf das Licht selber, die Lampe gerichtet, da sieht man überhaupt diese volle Überlichtung und sich satt gefressen am Licht. Ja. Das war Patriot der Kamera. Ja. Thomas Mauch. Und also gewissermaßen, es ist durchaus eine bestimmte Verrücktheit, ja, in diesen Instrumenten, die ja deswegen menschlich sind, weil Ingenieure, sie haben sie entwickelt. Ja? Und dann haben sie Praktiker, sie verfeinert. Deswegen ist eine Kamera für mich ein Lebewesen. Ja? Das gilt für die Scheinwerfer auch. Aber der Amsterdamer Hafen übertrifft beide. Ja? Und das wäre mein Verhältnis zur Schönheit. Erstaunliche Aussage, der ich nicht ganz folgen kann. Die macht doch nichts. Genau, ja? Sie haben es vorhin gesagt. Ja? Das ist alles, was wir hier machen, ist nicht zum Verstehen dazu, sondern zum Empfinden. Ja? Und Empfinden ist schon ganz schön.
Und trotzdem, Herr Kluge, will ich, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen doof fragen, dieser vom Winde verweht Clip, der was sehr Suggestives hat, der ja zu zwei Dritteln aus vorgefundenen Bildern besteht. Die Medizinsoldaten haben Sie gefilmt, oder? Ja. Wie verhält sich so ein Clip sozusagen zur offiziellen Bildpolitik, zu Filmen, die vom Bürgerkrieg mit vermeintlich realistischen Mitteln zu erzählen versuchen, mit leinwandfüllenden Bildern? Was ist Ihre Absicht? Wo hinein möchten Sie? Konstellativ. Ja? Das heißt, wenn ich einerseits so einen Film habe, bei dem allein die Musik einen Sog erzeugt, bei der kein Dialog stört, und Sie doch diese wunderbaren Aufnahmen von Griffiths noch einmal sehen, und doch das Leid dieses Bürgerkriegs auch haben. Und diese Pointe. Es sind da übrigens wahnsinnig brutale Bilder reingeschmuggelt. Aber Griffiths ist brutal. Ja, ja. Und der amerikanische Bürgerkrieg ist nicht ohne. Ja? Ich dachte beim Ukraine-Krieg jetzt dauernd an den Civil War. Ja? Der brach so ähnlich aus. Und der Hochmut der einen Seite und die Verteufelung der anderen ist ziemlich ähnlich. Ja? Und dass man zu keinem Frieden kommt, 4 Jahre lang. Ja? Nicht? Und ich höre da nicht auf. Gucken Sie, der Capital Riot hat mich in Bewegung gesetzt. Ja? Also die Drohung eines weiteren Civil War, die dort in Schwange ist, bringt mich dazu, den Civil War genau zu erforschen. Und wie schön ist das, wenn der General Lee in Appomattox kapitulieren darf. Aber wie schlimm ist es, dass damit der Krieg nicht aufhört? Jetzt kommen erst die Steuereinnehmer. Jetzt kommt erst der Anschluss. Ja? Nicht? Wir sehen ja, also mir kam es so vor, dass ich in diesem mich sozusagen distanziert und analytisch lassenden Clip verstanden habe, was man sozusagen in einem Spielfilm, der einen aufwühlt, vielleicht nicht so ganz versteht, dass in diesem Konflikt sozusagen die komplette amerikanische Gefühls- und Moralpolitik ausgetragen wird. Ja. Die einen haben das gute Leben, aber sie haben es um den Sündenfall der Sklaverei. Die anderen wollen das Richtige und kriegen es nur durch den Sündenfall der Barbarei, sodass irgendwie die ganze Sache, die ganze Moral, die ganze Ästhetik ohne schlechtes Gewissen, ohne Schuld nicht zu haben ist. Und gucken Sie, jetzt haben Sie in der Form, wie Sie vorhin beschrieben haben, Film und Montage genau erzählt. Und wenn Sie jetzt weiter erzählen, müssten Sie sagen, als am Tag nachdem oder in derselben Woche, in der der General Lee, eine würdige Figur, kapituliert, ist der Tod von Lincoln. Und der ihn mordet, ist ein Laienschauspieler, der immer zu den Cäsar spielt. Cäsars Tod. Ja. Sie merken, wie dicht der Erzähler Wirklichkeit, ohne unser Zutun, die Dinge schon zusammenrückt. Und wir müssen eigentlich wie die Brüder Grimm, die Märchen erholten. So müssen wir an den Unwahrscheinlichkeiten der Wirklichkeit entlang. An dem, was die Kamera sozusagen von sich aus aufspürt. An den Zufällen und Festigkeiten entlang nacherzählen. Ja? Und auf der anderen Seite, Herr Kluge, sind es doch ziemlich gut gegliederte narrative Formen, die den amerikanischen Bürgerkrieg bestimmen. Versuchen Sie mal jemanden den Deutschen Krieg zur gleichen Zeit zu erklären, den 1866er Krieg. Sie kriegen es nicht hin. Wer die Guten, wer die Bösen sind, wer gegen wen. Und das verschieden zu lassen, dazu brauche ich die Triptychon-Technik, um es wieder zusammenzufinden. Das nenne ich konstellativ. Ja. Sehen Sie, es gibt einerseits, Sie können mit Stangen und Schrauben etwas, ein Gerät miteinander zusammenfügen zu einer Maschinerie. Und Sie können Sterne beobachten, die ihre Gravitation haben und exakter als jede Maschinerie, aber ohne Stangen und Schrauben, sich zueinander verhalten. Und ich glaube an diese Art von Dramaturgie. Das ist die konstellative Dramaturgie, die lehrt uns Eisenstein. Der hat uns eingetrichtert.
Und die Wirklichkeit kann uns überzeugen, denn die arbeitet gravitativ. Substanz gegen Substanz. Ja? Und mächtig. Lassen Sie uns doch mal zur Freude noch mal La Paloma und den Schiffsuntergang ansehen. Es ist nur, die Filme haben ja den Vorteil hier, dass sie ganz kurz sind. Okay. Ja? Ja. La Paloma, wir springen, Herr. Hat der eine Nummer? Ja, der hat die Nummer 12. Wir müssen so etwas springen, weil wir haben ein Programm gemacht, sind allerdings ins Gespräch gekommen, wie Sie merken. Und ich finde irgendwie, dann muss man auch kürzen. Ja? Und kürze Würze gehört genauso zu, wie eben die Erlaubnis, auch 10 Stunden Film zusammenzuhalten. Ja? Und den amerikanischen Bürgerkrieg, da brauche ich einen 20-Stunden Film, um auch nur die Vorrede zu machen. Ja? Nicht? Und es lohnt sich. Und trotzdem hat er einen Anfang und ein Ende im Gegensatz zu den europäischen Dingen, die sich zur gleichen Zeit. Aber absolut, absolut. Film Nummer 12. Auf diesen Schlussfilm sind wir etwas überraschend gestoßen. Ja? aber auch jeder Irrtum hat seinen Grund. Und manche Irrtümer können sehr gut sein, wie zum Beispiel der zur Weißwurst führte. Ja? Nicht? War auch ein Missverständnis im Gewürz. Und hier haben Sie etwas, an dem mir sehr liegt. Sie nannten vorhin Adorno, ja, als den Ratgeber, der mich zum Film geführt hat. Ja. Und ihm zu ehren und seinem Satz, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, das steht in den Minima Moralia, dem habe ich diesen Film gewidmet, zusammen mit Eva Jancic aus Wien, der Komponistin dieses Lieds. Auch bekannt unter dem Namen Gustav. Gustav. Ja, heißt sie, Gustav und Bent. Ja. Und die liebe ich sehr. Und der Punkt ist, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, ist zu richtig. Verstehen Sie? Ja, das ist einfach ein Satz, wenn man den immer wiederholt, dann sagt man, ach, wie wahr. Dann wird er immer dümmer. Dann wird er immer schwieriger. Ja? Aber wenn zum Beispiel da Eva Janschitz sagt, ja, es gibt kein richtiges Leben im falschen Hasen, das ist sozusagen das Essen für arme Leute, ja, nicht? Dann kriegt es Würze, ja, und fängt nochmal zu leben an. Ja? Und das führte mich zu dem bewaffneten Hasen. Ja? Und der bewaffnete Hase ist in den habe ich in dem Film Abschied von gestern auf jüdischen Gräbern in Frankfurt entdeckt. Der spielt in dem Film eine kleine Rolle. Ja? Die Darsteller sprechen da einen Moment drüber hin, weil uns das so wunderte, dass ein Hase ein Schwert hat. Man sagt doch immer Angsthase. Ja? Nein, im Talmud gibt es die Vorstellung des bewaffneten Hasen. Und wenn Sie im 12. Jahrhundert Handschriften untersuchen, dann stoßen Sie auf diese Bilder, dass einfach ein Hase wie ein Ritter, ja, mit einer Mücke als Falken, ja, einherreitet, ja, und dass er eben kein Angsthase ist. Und Down to the River, ja, das ist auch eine Geschichte von Hasen, die kühn die Iren verteidigen, ja. Und alles das einmal zusammenzuführen, das kann der Film. Die Oper kann das gar nicht. Herr Kluge, ich bewundere Ihren Optimismus. Ja. Wissen Sie warum? Sie haben nämlich gerade vor vielleicht 20 Minuten geschildert, ihre Art zu filmen als eine fast schon plebejische Art des eigentlich Einfachen, oder nicht Einfachen, aber des Vergnügens für alle. Ja. Und zugleich können Sie, Sie haben ja noch gar nicht alle Anspielungen, die in diesem kleinen Clip drin sind, offenbart. Zugleich ist es so beziehungs- und voraussetzungsreich, dass ich mich frage, was ist die richtige Art, es zu beachten? Muss man erkennen, woran Sie mich gerade erinnert haben, muss man erkennen, dass das der Schlingensief-Hase ist? Nein. Das habe ich Ihnen gesagt, genau. Ja, nicht als intime Information. Und ich glaube, das. Ja. Und das muss ein Zuschauer überhaupt nicht kennen und es spielt für den Film auch gar keine Rolle, ja, nicht? Aber dass sozusagen dieser Hase, der Osterhase zu Karfreitag,
ja, nicht? Also bei Schlingensief im Parsival, ja, nicht? Die Vergänglichkeit auch darstellt, ja, weil er nämlich aufgefressen wird von Würmern, ja, nicht? Was das ist eines ihrer brutalsten Bilder? Das ist ein ziemlich brutales Bild, ja. Und ich finde, also wenn ich so einen Satz variiere, es gibt kein richtiges Leben im falschen Hasen, ja, dann darf ich auf der anderen Seite nicht nur liebenswürdig sein. Auf keinen Fall. Ja. Lassen Sie uns doch noch am Schluss, ja, noch La Paloma einmal. Das hatte ich Ihnen zugedacht, ja, weil es ein so schönes Lied ist und assoziiere ich immer mit Schiffsuntergang. Wenn sich der Clip findet. Das ist der vorletzte Film, Nummer 12. Sie sind ein Held, wie Sie das finden und sich hier umherfinden. Aha, La Paloma und Schiffsuntergang. Das ist der Film, der vor Es gibt kein richtiges Leben im falschen Hasen steht. Ach so. Und in der Reserve haben sie ihn auch nicht. Es muss nicht sein. Wir haben unsere Zeit ohnehin überzogen. Ich muss Ihnen sagen, ich habe hier jetzt wieder, also Sie sind ja nicht immer derselben Meinung wie die dummen Jungfilmer. Ja? Also Sie haben im Grunde Seiten des Films immer vertreten, ja? Gegen die Arroganz des neuen deutschen Films, ja? Die Provinzialität. Ich habe von Ihnen gelernt, ja? Dass wir einmal über den Ozean weghüpfen müssen, ja? Wenn wir sozusagen uns regenerieren wollen. Machen Sie mich bitte nicht verlegen, erstens. Ja. Und zweitens will ich Ihnen jetzt was gestehen. Ja. Ich habe die ganzen 80er Jahre über, oder von 83 an, als ich meine ersten Filmkritiken geschrieben habe, habe ich so getan, als wäre Amerika meine geistige, emotionale, seelische und natürlich ästhetische Heimat, habe mich als Fachmann aufgespielt. Wissen Sie was? War alles Bluff. 88 war ich zum ersten Mal in Amerika und vorher hat mich mein Freund Maxim Biller immer den Karl May von der Pestalozzi-Straße genannt, weil ich alles nur aus dem Kino und aus Büchern kannte. Jetzt spielen wir noch mal darauf, ja, einen Film, ja, und der ist sozusagen, damit wir mal ein bisschen galaktisches Gefühl noch hinzufügen. Ach so, die wahre Zukunftsvision. Die wahre Zukunftsvision, das wäre 7 Milliarden Jahre wie ein Tag. Das ist eine wahre Geschichte. Es ist nämlich so, dass der Andromeda-Nebel und die Milchstraße aufeinander mit einer Geschwindigkeit von etwa 500.000 Kilometern in der Sekunde zurasen. Ja? Sie werden sich irgendwann mal zu United Galaxies vereinigen. Und dann ist der Himmel hell, ja, die ganze Nacht durch. Können Sie das, Sylvain? Ja. So, wir danken für die Geduld. Herr Kluge, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Ich hoffe, es war dem Publikum so eine Freude, wie es mir war. Ja. Die meisten Fragen sind offen geblieben, umso besser, oder? Also, danke fürs Kommen.